Hallo, mein Name ist Christiane Sasse. Ich bin mit im Ausbildungsteam der Smoovie Akademie und ich habe mich hier so ein bisschen mit meinen Fortbildungsseminaren spezialisiert auf Anatomie, auf Trainingsdidaktik, auf Rücken, alle Themen um den Rücken und Bewegungslehre, auch die Faszien. Und so gesehen möchte ich jetzt so einen kleinen Ausschnitt geben und einfach Ideen hier in dieses Programm einbauen. Beginn einfach mal damit, die Schultern anzuheben, wieder nach hinten zu setzen, dieses Gefühl, dass deine Schulterblätter beweglich sind, über dem Brustkorb sich hinten bewegen. Dann mach deine Wirbelsäule mal ganz rund, dehn den Rücken raus und stell dich wieder gerade hin. Nochmal rund dehnen und wieder gerade aufrichten. Nochmal die Schultern kreisen, tief einatmen, rund machen und wieder aufrichten. Noch ein letztes Mal die Schultern kreisen. Runden und lang ziehen. Dann beginnen ganz locker einen Ring zu schwingen und spüre einfach mal, wie sich die Schulter ganz leicht nach hinten bewegt. Und so eine kleine Koordination gleich am Anfang dazu, wenn sich die Schulter löst. Heb deine rechte Ferse an, stell wieder auf, heb an, stell auf, heb an. Stell auf und beginn doch jetzt schon mal ein rechtes Knie zu heben und den Fuß wieder weich aufzusetzen. In dem Moment, wo du das Knie hebst, wird der Nacken ganz lang, der Bauch muss stabilisieren. Mach das noch viermal. Drei, weicher Fuß, zwei und ein letztes Mal heb und die andere Schulter zurück. Zurück, ruhig diese Rotation in den Brustkorb mitnehmen. Nachschauen, kann man auch mal schauen, ob hinten das Handgelenk stabil bleibt. Und jetzt heb deine linke Ferse an und ab. Und heben und ab. Und es geht auch schneller. Heben, heben, heben. Auch hier noch vier, drei, zwei. Und dann sind die Schultern vorbereitet und du schwingst mit beiden. Um so ein bisschen Dynamik reinzubringen, geht es jetzt mal nach rechts. Zur Mitte, nach links und wenn du dich wunderst, warum ich ohne Schuhe arbeite, einfach weil ich so ein bisschen die Füße wieder bewusst machen will. Noch vier. Tief atmen. Letztes Mal zur Seite. Und dann komm wieder zurück und heb ein Knie, heb's an und steh, den Fuß weich setzen. Heben, der Nacken wird lang dabei. Jetzt bleib auf einem Bein. Point, flex, point und ab. Das darf am Anfang ruhig ein bisschen wackeln. Noch einmal den Fuß bewegen, das Fußgelenk vorbereiten auf diese Art und Weise. Auch Hüfte und Knie. Beim nächsten Mal setzt dieses Bein nach hinten auf die Fußspitze, komm wieder zurück und steh. Heb an, setz es zurück, komm wieder. Heben und so allmählich spüren, dass die Wade in die Dehnung geht. Das Bein ein bisschen weiter nach hinten bringen. Weich im Fuß, elastisch in der Wade. Es geht schon so ein bisschen so ins Faszientraining rein, aber auch Stabilität für die Wirbelsäule. Gut. Beim nächsten Mal bleib mit diesem Bein hinten. Bleib hier. Und jetzt schwing nur den rechten Arm. Nur rechts. Nur rechts. Groß schwingen und der andere geht jetzt in den Diagonalschwung. Lange Schwünge. Und immer wenn der linke Ring nach vorne geht, wieder dynamisch in die Wade reingehen. Noch vier, drei, zwei und aus dieser Bewegung geh direkt ins Pendel. Nochmal in die Stabilität. Auch hier noch vier, drei, zwei und komm wieder zurück. Bleib in der Bewegung drin und jetzt werden wir ein bisschen koordinativ. Heb den rechten Arm, schwing den linken weiter. Komm ruhig nochmal zurück und entlaste die Schulter nochmal, schwing frei. Und noch einmal, heb an, zur Seite und aus dieser Bewegung, schau mir zu und folg mir dann einfach in den Parallelschwung. Hier ruhig so ein bisschen den Körper mitnehmen, elastisch in den Füßen werden. Und jetzt geht es in die Stabilität um den Körper rum. Und wieder den großen, weiten Schwung.
Und jetzt nimm einfach mal nur einen Arm, schwing hier so ein bisschen weiter und geh einmal um den Körper nach hinten und wieder nach vorne. Es ist nochmal eine vorbereitende Bewegung für die Schulter. Wir erweitern unseren Alltagsbewegungsradius und du lässt den Arm mal für einen Moment hinten. Die Beine dürfen elastisch sein, die Füße auch. Und jetzt dreh die Handfläche zum Po. Handrücken, hört sich anders an. Handfläche, Außenrotation, Innenrotation. Das erweitert so ein bisschen die Gelenkkapsel, durchsaftet das Gelenk. Ein letztes Mal Außenrotation, Handfläche zum Po, Handrücken zum Po und du kommst wieder zurück, schwingst beide. Geh um die Taille rum und schwing wieder normal. Um die Taille rum. Hier müssen Beckenboden, Bauch und Rücken ganz intensiv arbeiten. Die Knie beugen Richtung Fußspitzen. Und allmählich immer weiter nach oben heben. Das ist eine schöne Stabilisation. Wir müssen aber gar nicht stundenlang, einfach für einen Moment halten und gleich wieder locker. Letztes Mal und bleib hier. Jetzt um die Taille die Ringe rumziehen und die Ellenbogen fest zur Taille bringen. Eng anliegen. Lass nur den rechten Arm weiterlaufen. Geh mal so ein bisschen in dieses fasziale Arbeiten rein. Schau, dass die Kugeln rollen und die Ellenbogen trotzdem Kontakt zur Taille haben. Und jetzt schwingst du diagonal. Und der Arm schwingt über die Schulter raus. Großer Bewegungsradius. Ruhig ein bisschen langsamer werden. Die Kugeln rollen lassen. Komm wieder zurück in die Taille. Die gleiche Bewegung mit Außenrotation. Raus, raus, raus. Lass auch hier die Kugeln rollen. Zieh den Ellenbogen in die Taille rein. Spür, wie Bauch und Beckenboden stabilisieren. Und werd auch hier jetzt groß, 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 groß. Noch 4, 3, 2 und wir bleiben dabei und schwingen nur den einen Arm. Locker, locker. Du kommst wieder zurück in den Ausgangsschwung. Gut. Das Ganze wieder von der Mitte aus beginnend mit dem linken Bein. Heb dein linkes Bein an und ab und an und ab. Und bei der Gelegenheit spür doch einfach mal, ob der rechte Arm schon anders läuft wie der linke. Noch einmal heben in Hüfte und Knie und jetzt wieder Point und Flex. Point, Flex, Point und ab. Point, Flex, Point. Noch einmal Stabilität halten. Der Nacken strebt lang nach vorne, nach oben und der Bauch hält das ganze Geschehen. Beim nächsten Mal setzt das Bein zurück. Point, Flex, Point und ab. Intensive Fußarbeiten und allmählich wieder die Dehnung in der Wade spüren. Den Schritt größer machen, weiter nach hinten gehen. Nochmal, heben, zurück. Beim nächsten Mal bleib mit deinem linken Bein hinten, bleib hier. Spür die gute Dehnung, schwing nur den linken Arm und damit bekommst du auch schon die Übergänge mit. Von einem Schwung in den anderen, weiche Übergänge. So das Thema von Trainingsdidaktik. Heb an und spiel so ein bisschen mit der Wadenmuskulatur. Unterschiedliche Winkel mit dem Fuß einnehmen. Spüren, wann die Dehnung mehr und wann sie weniger wird. Und aus dieser Bewegung bekommt jetzt ins Pendel. Lass dein Hüftgelenk völlig locker. Halte die Stabilität noch 4, 3, 2, letztes Mal und komm wieder zurück in diese Schrittvariante. Heb deinen linken Arm jetzt an in die Koordination. Komm wieder zurück. Locker, weite, große Schwünge. Nochmal, du hebst an, an. Bleibst hier und schwingst zur Seite. Aus, aus. Becken darf mitgehen, Brustkorb darf sich mitbewegen. Das ist das weiche, fasziale Training. Durchlässig im ganzen Körper lebendig werden. Geh um die Taille rum, rum, rum. Beine, Becken sind stabil und du spürst die Drehung, Rotation in der Brustwirbelsäule. Da darf es ein bisschen reingehen. Dann schwingst du nur deinen linken Arm ganz locker.
bringst den Arm hinter den Rücken und wieder nach vorne. Jetzt ist die linke Schulter dran. Atme mal ganz tief. Raum im Brustkorb entstehen lassen. Beim nächsten Mal lass diesen Arm hinten. Handrücken ist zum Gesäß gedreht und du versuchst mit dem Smoothie zu deinem rechten Schulterblatt hochzuschwingen. Jetzt dreh die Handfläche zum Po, Handrücken zum Po, Handfläche zum Po, Handrücken zum Po. Mach das noch zweimal, dass sich die Schulter so ein bisschen an dieses neue Bewegungsmaß gewöhnt. Und dann schwing wieder nach vorne. Um die Taille rum. Geh tief, tief, tief und hoch. Und jetzt beugst du nicht nur die Knie, sondern du ziehst die Kniescheiben und die Fußgewölbe hoch. Beugen und die Kniescheiben hochsaugen, die Fußgewölbe. Beugen. Beide Phasen werden jetzt aktiv. Wenn du willst, komm hier noch in den Zehenstand. Beugen. Und Zehenstand. Und das letzte i-Tüpfelchen wäre jetzt noch hier oben. Und wieder Zehenstand. Tief. Ja. Letztes Mal. Tief atmen. Ja. Jetzt schwingst du nur den rechten Arm. So ein bisschen auslockern. Ziehst beide Ellenbogen in die Taille rein. Genau. Das kommt jetzt auch noch. Nochmal. Für unsere Schultermuskulatur. Diese kleinen Rotatoren sprichst du an, wenn du jetzt nur mit einem Arm die gleiche Bewegung machst. Lass die Kugeln rollen. Zieh den Ellenbogen fest in die Taille. Lass dir ein bisschen Zeit, dass es geht. Der restliche Körper stabilisiert. Und jetzt kommt die große Dehnung in die Brustmuskulatur. Große Schwünge. Vier noch. Drei. Zwei. Eins und wieder zurück in die Taille. Stabilisier und dreh die Handfläche nach oben. Das ist so dieses fasziale Arbeiten und dafür sind die Smoothies prädestiniert. Die Kugeln ziehen dich allmählich in diese faszialen, sehnigen Strukturen immer mehr in die Iselastizität. Vier noch, drei, zwei und dann komm in die Diagonale. Ho, ho, ja, weit. Beckenboden, Bauch halten dich. Aber in der Schulter wirst du immer weiter. Und schwing wieder ganz normal zurück. Nur den linken Arm und damit haben wir den Übergang zurück zur Mitte. Mitte. Gut. Wir werden jetzt ein bisschen ruhiger, noch elastischer. Und nehmen wieder nur unseren rechten Arm. Geh nach rechts. Werd langsamer. Langsamer und beginn jetzt Achterkreise zu machen. Acht. Acht. Und da darf der ganze Körper mit. Jetzt rollen die Kugeln nicht mehr, aber sie geben dir das Gewicht. Mach schöne, große Achter. Und nimm den zweiten Arm dazu. Ja. Spür, wie das ganze Geschehen aus Beckenboden und Bauch gesteuert werden. Schöne Übung zur Kräftigung. Vom Powerhouse, das ist aus Beckenboden, tiefe Rückenmuskulatur, tiefer Bauchmuskulatur und Zwerchfell besteht. Schwing wieder ganz normal, tief atmen und jetzt nimmst du nur den rechten Arm und schaust mir mal zu, ich zähle mit, zwei, Kreis, eins, zwei, drei, zurück, mach mit, zwei, drei und jetzt ziehen uns die Smoothies so schön. In diese weichen Sprünge, Katzenfüße, ganz sanft landen. Eins, zwei, drei, zurück. Letztes Mal. Und dann bleib wieder und hier schwing nur den rechten Arm. Wir gehen auch hier nochmal über die Mitte. Die Beine schließen, mal beide Arme im Vergleich spüren und das Ganze noch nach links. Locker schwingen. Wir gehen auch hier mit der 8. Locker, locker. Immer größer werden. Den Körper mitnehmen, die Füße. Alles wird durchlässig. Und jetzt bring nochmal beide Ringe. Merk den Unterschied.
Bauch und Rücken müssen noch mehr arbeiten. Noch 4, 3, 2. Komm wieder zurück in den Parallelschwung. Ja. Ich zähle mit einem Arm. 1, 2, 3, jetzt kreis. 1, 2, 3 und hopp. 1, 2, 3, jetzt. Die Schulter bewegt sich ganz frei. Du fliegst quasi dem Sumi nach. 1, 2, 3, zurück. Letztes Mal. Dann schwing wieder nur den linken Arm. Komm zurück zur Mitte. Langsamer werden. Tief atmen. Lass die Arme noch mal so ein bisschen auspendeln um den Körper rum. Gut. Und dann nimmst du beide Smoothies vor dem Körper zusammen. Greifst von außen. Nimmst die Beine ein bisschen breiter und schwingst jetzt so, dass du sie so richtig schön in den Händen spürst. Auch hier bei Tiefatmen, das Becken, die Füße, alles ist elastisch. Und du kannst nochmal in den Schritt zur Seite gehen. Komm zur Mitte. Nochmal den Schritt zur Seite öffnen und zurückkommen. Und hier lass dich jetzt mal nach unten sinken. Zieh den Bauch zurück, roll nach unten. Dehn so ein bisschen den Rücken aus, der Bauch trägt dich, lass den Nacken, die Schultern locker und dann richte dich wieder auf, roll die Wirbelsäule und komm in den Gegenpol, in die Stabilität. Genau, komm wieder auf die Füße zurück und ich zähle. 1, 2, auf 3, komm nach oben und entspann die Schultern, aber lass die Kugeln so ein bisschen rollen. Spür die Dehnung seitlich in Taille und Brustraum. Gar nicht so lang, lass wieder los. Mach das Gleiche auf die andere Seite. Komm hoch, entspann die Schultern und dehn dich so ein bisschen, indem die Kugeln da oben rollen, aus der seitlichen Körperflanke heraus. Lass wieder los. Noch einmal hier hochkommen. Und so ganz leicht diese Dehnung, sich einfach längen. Die Schultern bleiben aber entspannt. Und du lässt los und wir machen das Ganze zur anderen Seite. Auch hier wieder so locker im Becken mitgehen, zurückkommen. Wenn dir das mit dem Kopf nach unten rollen zu viel wird, also dieses Rundmachen, die Knie dürfen ruhig locker sein, ja, dann kannst du das Ganze auch mit dem gestreckten Rücken machen. Dann bleibt der Kopf oben, der Nacken lang und du gehst von hier wieder hoch in die Stabilität, halte dich ganz stabil. Fußgelenke halten und wieder zurück. Und jetzt 1, 2 über die linke Seite nach oben. Entspann deine Schultern und jetzt schieb mal nur die linke Seite lang, lang, lang und komm kräftig über den Bauch wieder zurück. Du ziehst dich lang und kommst über die Bauchmuskulatur wieder zurück. Noch ein letztes Mal. Du gehst nur so weit, dass du dich gut wieder zurückziehen kannst. Und das Ganze auf die andere Seite. Nochmal hochdehnen, die Arme so richtig einhängen. Und jetzt wird nur die rechte Seite lang gezogen. Da klemmt nichts, sondern das ist dieses Gefühl, deine Wirbelsäule in die Diagonale zu ziehen, aber aus der Wirbelsäule, nicht aus den Schultern. Und dann komm zurück und setz dir die Smoothies auf den Nacken. Der eine Ring geht weiter nach hinten. Die Ellenbogen gehen auseinander, dein Brustbein ist angehoben. Du schaust nach vorne, machst kleine Bewegungen. Genieß diese Bewegung an deinem Nacken. Atmest tief dabei. Du kannst sie immer wieder versetzen, dort, wo es dir angenehm ist. Dann komm wieder zurück, heb sie nochmal an und bring sie auf deine Schulter. Roll dir jetzt die Schulter ab. Nimm dabei nochmal das Gewicht auf dein rechtes Bein. Das linke geht nach außen. Du kickst nach hinten, streckst dich, machst dich rund. Auf, rund. Auf, rund. Auf,
Wir können alle Muskeln eigentlich ganz gut erreichen, auch im Stehen. Hier nochmal Rücken und Bauch, Stabilität, und vielleicht gelingt es dir, das auch mal so in der Luft zu machen. Dann wieder aufzusetzen. In der Luft. Aufsetzen. Letztes Mal. Komm zurück. Wechsel auf die andere Seite. Lässt hier abrollen. Das Gewicht auf dein linkes Bein nehmen. Fußspitze setzt auf. Die Kugeln gehen zurück, zusammen. Zurück, zusammen. Der Bauch stabilisiert. Und vielleicht gelingt es dir, das mal in der Luft zu machen und wieder die Fußspitze aufzusetzen. In der Luft. Und wieder zurück. In der Luft. Ja, das darf ruhig wackeln. Letztes Mal. Gut, dann setz wieder zurück. Und lass auch das Rollen sein. Nimm die Smoothies nach unten. Leg sie dir in deine Arme rein. So ein bisschen andocken an den Bizeps, dass der auch was abkriegt. Und so unter die Rippenbögen rein. Und wenn du dich jetzt sanft drehst, dann entspannst du dein Zwerchfell, tust der Leber und deinen Bauchorganen Gutes. Es ist nochmal die Rotation in der Brustwirbelsäule. Wenn du willst, komm auch hier nochmal in die Stabilität. Und wieder zurück. Das sind alles Übungen, die kannst du ganz lang weitermachen. Aber enden sollten wir immer mit einer Übung, die einfach nochmal den Rücken entspannt. Und dazu beendest du hier, nimmst die Smoothies nach hinten, packst sie dir auf dein Becken drauf und damit darfst du dann enden, dass du dir so richtig schön den Rücken abrollst und auch hierbei nochmal lebendig bist in deinen Füßen und damit eigentlich das Ganze wieder schließt. Beine lebendig, Beckenboden stabil, Rücken entspannt, Schultern in einem neuen Bewegungsradius. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Danke.